Und wenn ich da kurz beschäftigen. Was ist mit den Krügen? Nein, die stehen nicht gut. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Okay. Er ist also dein Bruder. Der Tote ist auf unserer Seite, Gab. Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Okay, die schaut drauf. Kann man nur schätzen. Ilko ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, musst geduldig sein. Stecken die Valois dahinter, oder was? Nein. Die Ratten sind wo ist denn da? Ich löte hier parallel. Sie sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Probleme als diesen Krieg. Das aber. Was mit den Speeren? Ja, gut. Mach dich bereit. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Hey, parallel ein bisschen was abbluten. Stressabbau für mich. Pass auf die Flaschen auf. Rein gar nichts. Ja gut, wenn du meinst, da war nichts. Könnte ich theoretisch da hoch? Ich frage ja nur. Habe ich jetzt noch ein bisschen Schwefel? Okay. Ah ne, okay, ist zu. Gut. Ich gehe wieder runter. Die Flaschen aufpassen, ist ja nicht, ist aber süß. Vorsicht! Diese elende ja. Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Hosen und ewigen Quatsch. Oh, uff. Die machen mich noch irre. Bleib unten. Ist gut. Aufstehen habe ich jetzt nicht vor. Wenn er zurückläuft, ne? Gut. Bin da. Durch die Pfütze durch. Aber wart kurz, da könnte hier noch überall Loot sein. Können wir das nicht mitnehmen, bitte? Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyen gehört endlich wieder zu England. Ich hexe das. Die Pike, da, nein. Wir müssen da drüben lang. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Ganz einfach. Ich hab sie gesehen. Hunderte krochen aus dem Boden wie kleine Teufel. Das? Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Das doch bloß aus. Oh. Volltreffer. Ich war dort, hab's mit eigenen Augen gesehen. Jetzt nach links. Ach, links lang wolltest du. Jetzt, wer sagt es doch, mein Kind. Kann man mit denen reden, was mitnehmen oder so? Ich glaube, sie haben ein bisschen Loot. Da war nichts. Ja, was für ein Gefangener bringt so eine hohe. Nein, hab voll. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Ruhn. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Ja. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Wir gehen jetzt einfach da ins Zelt rein und hoffen nicht, dass der Kleine wieder irgendwie rumschreit, ne? Mal sehen. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Wärst du so freundlich? Mach mal. Was ist damit? Hier, viel Spaß damit. Dankeschön. Gut gemacht. Dann weiter. Ich komme schon. Sei Peter, ist voll wieder. Okay. Leise. Melli, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Da liegt noch was. Das war auch was. Drüben ist noch Leder. Bald haben wir weder Brot noch Wein.
glaube, ich habe Leder übersehen. Ich nehme Stoff noch dasselbe, mit. Wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Die Hälfte der Vorräte verschwindet einfach. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Wieso? Hat doch alles gepasst. Aber ich habe... Ja, da drüben liegt auch noch was. Ich geh kurz einen anderen Weg. Ich hoffe, der stört jetzt keinen. Ich will das mitnehmen. Ja, habe ich voll, ist ja Peter, okay. Lauf einfach mal darüber. Wird schon schief gehen. Achso, ich dachte, ich werde entdeckt. Ich so, mein fuck. Bruder, sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Diese Dreckskerle, Jungs. Beruhige dich. Nein, nein, bitte nicht. Freu dich einfach, dass du die noch Kleine. Lebst. Die meisten hier gehen vor die Hunde. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Yep. Wohin? Soll ich? Machst du? Machen wir? Ich komm gleich, ich muss noch geschwind. Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Jetzt holen wir den Kleinen kurz. Hugo, ich bin hier! Amicia! Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus! Wir müssen den Käfig unterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Tour da gesteckt. Gut. Okay. Melly, übernimmst du? Übernimm du mal, ich loot hier noch kurz. Amicia, komm zurück! Beruhige dich. Brüller, du Vollidiot! Ich hatte Angst. Bist du dumm oder so? Endlich. Außer es wird eine Kanäle-Schleier, das will ich muss den Käfig herunterbekommen. Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Zum Glück sind sie beschäftigt. Melly, das Schloss. Los. Kinderspiel. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegnehmen. Ja, das und dass ich dich so. Nie wiedersehe. Ja, wie du siehst, Glück. Stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Mhm. Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? In meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja, am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Okay. Soldaten, Bericht! Bist du dir sicher? Absolut, ich bin's leid wegzulaufen. Und achtet auf die Zelte. Dann los. Kann man den durchlooten? Wo liegt denn der? Wie, den kann man nicht looten? Bin enttäuscht. Keine Spur von hier. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Cool, ne? Bei den Kleinen stürzt mal null. Voll süß. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Ja, willst klar, du easy. Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Topfhammer. Ich sehe nichts. Na los, sie kann doch nicht einfach weg sein. Doch, doch, geht schon, Bruder. Was ist das? Was habe ich da gerade gesehen? Was ist jetzt?
geht's schon wieder. Hey, steh auf! Keine Spur von ihr. Was? Der verfault noch nicht. Das muss gerade passiert sein. Wo bist du? Dein Kopf endet auf einer Lanze, hörst du? Müssen wir kurz geduldig sein. Chill. Aber das hat uns gerade Arsch gerettet. Uff, da war ich sogar glücklich, dass man das Zeug noch im Portfolio hatte. Ich schaue es jetzt übel aus. Einfach ein bisschen ZZ sein. Zügig. So, dass er uns nicht verrät. Bleiben wir noch? Nein, was? Die Kriegserklärung der Engländer. Edward III. Will den französischen Thron. Wenn ich etwas haben will, dann nehme ich es mir einfach. Yep. Ja, aber du bist eine Diebin. Er ist ein König. Wo ist denn der Unterschied? Okay, touché. Boah, ich dachte gerade, es wäre jemand. Ja, müssen wir noch die Zelte durch, wenn wir schon mal da sind. Jetzt aber nichts da, gut. Sorry, wenn ich ganz ruhig bin, aber da schaue ich mich. Schalte ich nach, dass ich mich so weit wie es geht konzentriere. Oh shit, hi Bro. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Yep. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Uff. Amicia, dräng sie zurück. Oh, das die Inquisition? Und ihr Bruder. Was haben wir getan? Gar nichts. Wir haben nichts getan. Wir wollen ihn los. Lass uns abhauen. Hier ins Haus, schnell! Ich weiterlaufen, Hugo! Folge Melli! Schnell, schnell! Ab hoch! Die kriegen wir nicht! Auf, schnell, Amicia! Gib uns Hugo! Nö! Der ist abbezahlt! Gibt's hier noch Blut? Sie kommen hoch! Es läuft die Zeit davon! Hier! Schnell! Verschlossen! Scheiße! Dann mach Uff! Was watschen? Hopp, alles lauf! Klar. Weiter! Ja, geh doch mal weg. Achso, okay. Komm schon, komm schon. Oh, hier gibt's noch einen Stein. Ich verstehe schon. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch irgendwo verstecken. Haltet den Mund. Lasst uns in Frieden. Amicia. War knapp. Komm schnell. Okay. So, close. Das war richtig close, Alter. Ach, da werden sie nur die Toten hingeworfen. Uff! Arthur! Das war Arthur! Beeilen wir uns! Hier drüben! Los! Alter, erstmal Dusche gehen danach. Oder Bad oder kleine Alkoholtränke. Ich muss auf jeden Fall machen, dass sie schneller zielt. Das hat man gerade definitiv gemerkt. Nachlader auch. Jetzt wird's nicht, zeig gerade. Das war richtig kurz vor 12 Grad. Kapitel 7, der Pfad vor uns. Ja.
Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Ja, das stimmt allerdings. Können wir wenigstens ein bisschen Loot mitnehmen. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Wüsste ich auch gern. Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Aha. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Ah. Was? Nein. Hey, eine Mühle. Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow. Gibt's hier auch noch was? Was sind das für Vögel? Enten. Oh, wie die wir essen? Ja. Ja. Und sie fressen Frösche. So ist das Leben. Ich störe euch doch nicht, oder? Nee, ich flog mit meinem kleinen Bruder. Hier können wir nicht bleiben. Hugo, kommen Sie? Aber die Landschaft zu an sich ist schon cool. So? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Design Open das World. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Erst an der Mühle gehen. Hey, langsam. Aber so, in so einem Design Open World. Ich mach Hammer. Das. Wäre Hammer, 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 Hammer. Ich würde es halt echt feiern. Ist offen. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Sehe. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Die Strömung wird schwächer, aber es reicht noch nicht. Da muss noch etwas anderes sein. Melly, übernimmst du? Dein Einsatz, Melly. Kriegst du das hin, Melly? Ach so. Hugo, kümmerst du dich darum? Ah ja, okay. Es funktioniert. Klasse. Melly, ich brauche deine Hilfe. Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Halt. Gehst du jetzt rüber? Dann hältst du es da drüben an und ich komm dann rüber. Das ist wie das mit Wolf, Ente und Schaf, was weiß ich, wie das mit Boot und rüberbringen und so. Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Oh, danke schön, mon ami. Na bitte, siehst du ein Kinderspiel? Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Oh, eine Werkstatt. Halt, wartet. Hat's noch Material. Jetzt. So, Bänder. Dank der besonderen Behandlung der Schnur liegt ein Miesel die Schleuder besser in der Hand, sodass sie schneller und effizienter einsetzen kann. Ah, das wäre jetzt natürlich jetzt echt mal vorteilhaft. Sneaky braucht 5, aber. Macht der Beulenführer die benötigte Zeit und die Position. Ja, das hätte ich jetzt erstmal gern. Das sollte mir die Sache erleichtern. Dann müssen wir ein bisschen mehr sneaky werden. Nicht so. Schlecht. Gar nicht schlecht. Genau, und dann können wir jetzt mal ein bisschen machen. Wie Schnur brauchen wir nochmal? Steine haben wir Auffall. Wir können hier durch. Na los! Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, komm mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Ja, stinkt man denn nach das Leichen? Das ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht im Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Okay. Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Hier haben also Leute gelebt? Ja. Sie? Aber sie sind fort. Wohin sind sie denn? Woanders hin. So wie wir? Ja.
Könnte man sagen. So wie wir. Wir suchen die Gegend mal ab. Guck mal, schöne Pflanze. Kennst du dich vielleicht? Weißt du, und glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Gut. Weißdorne. Dieser dornige Busch wurde zur Grenzmarkierung von Gärten und Grundstücken verwendet und wurde zum Symbol vorsichtiger Hoffnung. Um ihn ranken sich viele Legenden. Die bekannteste unter ihnen erzählt, dass Christus Dornenkrone aus Weißdorn geflochten wurde. Heiß aufgebrüht reguliert diese Pflanze den Herzschlag und lindert Atembeschwerden. Ah. Fällt mir viel überseher. Ach du Scheiße. Der Casus Belli dient als offizielle Rechtfertigung für einen Konflikt zwischen Herrschern, obwohl seine Legitimation oftmals fragwürdig ist. Manchmal geht es auch vorrangig um wirtschaftliche Interessen. Der Hundertjährige Krieg etwa gab dem französischen König Philipp dem VI. Einen Vorwand, sein Volk höher zu besteuern und so die Schatzkammer des Königreiches zu füllen, während der König Edward III. So den englischen Adel zufriedenstellen konnte, dessen Einkünfte aus der Landverpachtung drastisch zurückgegangen waren. Okay. Wir haben so viel übersehen. Das würde ich gerne im Second Run irgendwie mal schauen, dass wir das hinkriegen. Das machen wir aber auch einen Stream. Was treibt ihr denn? Nur ein Abstecher. Aber wir müssen unsere Tasche wieder erweitern, auf jeden Fall. Aber erstmal Munition regulieren. Hier ist definitiv nichts. Alter, dem Godard dahinter. Ne? Nee. Okay. Oder? Hugo, kannst du da durch? Nicht? Gut. Oh, die Alpha-Wände hier, du. Stellenweise Amicia. Schlimm. Amicia. Hugo, was ist denn? Komm her. Kopfschmerzen. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! So. Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich habe solche Angst. Alles gut, Kleiner. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Genau, du bleibst jetzt hier, Kleiner. Und jetzt erstmal in den Basics chillen. Vielleicht was trinken, essen wäre auch nicht ganz verkehrt, ne? Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Sieht aus wie ein Schlüssel eher, anstatt ein Dietrich. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. ja, die waren mal reich, bevor die ganze Bude abgefackelt wurde. So, siehst du was? Nichts. Hey, Jungs!
Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Ach so, was ist mir entdeckt worden? Also noch nicht, aber wo gleich. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Den Tod. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Loch? Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Devorantis. Was? Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Okay. Gut. Dann seid ihr Dödel gedrückt, okay. Los! Ziel auf den Helm! Hätte ich so anders? Nee. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf! Los! Ich sagte doch, ich kriege euch! Okay, so dann. Gut. Das geschieht ihm recht. Das Uff. Ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Ja, das stimmt allerdings. Kann ich erwähnen, dass wir größere Taschen brauchen? Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Familie kommt, wenn ich die erwische. Weißt du, wo die Schleimsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. So, bleib du mal hier. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Ich warte auf dich. Kurz und schmerzlos, so. Gefällt mir. Wenn Gell. Zwei von denen und gut. Sehr gut. Komme. Ach, das ist kein Loot? Okay. Wenn zwei von denen unterwegs sind, dann kommt da noch ein anderer. Das ist richtig. Dann machen wir davon auch noch kurz was. Haben wir lieber ein bisschen was auf Vorrat. Oh nein, ich wusste es. Wo ist denn die Tante? Kann ich mir glauben, Signe. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Okay, der läuft da lang. Wir müssen die alle eliminieren. Wo kam das her? Okay, mach jetzt mal eins. Ihr positioniert jetzt einfach mal kurz hier. Das wäre nett. Hier. Na gut. Den Rest mache ich. Uff, aber echt? Dann wären es auch die Steine ausgegangen. Heilige Scheiße. Das war ein bisschen arg close.